ist schon ein bisschen pervers, ne? Oh krass, das raucht richtig da in sein Ohr. Oh, oh mein Gott. Ach du Scheiße, warum hast du so viel? Alter! Zieh dir das rein. Guten Morgen, Bella. Ups. Oh. Ich war gerade duschen, kämme jetzt mein Haar und ziehe mich hier draußen vorm Van. Ich habe irgendwo im Playa del Carmen geschlafen und in der Seitenstraße das erste Mal out of my comfort zone. Das ist eine Challenge. So, und ich bin jetzt mit der Caro am Strand hier im Playa del Carmen. Und wie gefällt dir Playa? Sag mal. Der Strand könnte schöner sein. Wir haben welche kennengelernt. Und bei denen kann ich jetzt duschen gehen wie so ein Penner. The Van Life. Dusche auf the Bay. Ich gehe da mal ins Auto. Ja. Mich umziehen. Das ist so geil. Bei Mega. So, oh mein Gott, wer rüttelt da mein Auto so mitten in der Nacht um 4.30 Uhr auf so einem komplett einsamen Parkplatz? Anderthalb Stunden unterwegs. It's cold? No? Okay, cool. So, der Tim hat uns gerade auf eine gute Idee gebracht. Und zwar werden wir damit gleich unsere Ohren reinigen. Und zwar steckt man sich die Dinger hier ins Ohr. Also dann sieht das ungefähr so aus. Man steckt das da rein. Und dann zündet man das an und dann kommt der ganze Ohrenschmalz raus. Ja. Boah, das wird richtig voll sein, das Ding. Das ist schon ekelhaft. Oder? Das ist schon ein bisschen pervers, ne? Ich frag mich halt, ob das dicht genug ist, ob ich da tief drin habe, weiß ich mal. Mhm. Willst du kein Vakuum irgendwie? Nee, das müsste eigentlich ein Vakuum halt. Oh, oh krass, ich sehe, das raucht richtig da in sein Ohr. Wow, merkst du das? Hm? Merkst du, wie es da raucht in dein Ohr? In meinem Ohr raucht? Ja. Nee. Boah, es ist krass. Boah, da. Ja, da geht was. Da kommt da was raus was. Oder da, wie? Da passiert was. Ja, ich glaube schon. Aber wieso kommt denn da was raus? Das darf doch eigentlich nicht, oder? Das war aber gerade am Anfang, jetzt nicht mehr. Ah doch, jetzt. Doch, da kommt was raus. Dann steck's weiter rein, keine Ahnung. Kommt. Aber nicht so, dass es wehtut halt. Nee, wehtut. Aber jetzt ist okay, es kommt nichts mehr raus. Aber davor ist was rausgekommen. Oh ja, jetzt fühlt sich anders an, würde ich sagen. Ja, krass. So, mal gucken, was passiert da. Ich bin gespannt. Oh, das brennt aber ganz schön krass in meine Richtung. Ja. Sollte ich hier weggehen? Warte mal. Das ist auch mega heiß. Boah, das brennt ja richtig krass. Ich habe es jetzt bis hier brennen lassen und man sieht schon, da ist auf jeden Fall schon was drin, ne? Hä, das ist ja voll strange. Ich bin gerade gleich gespannt, wir machen das gleich auf. Aber jetzt nehme ich den zweiten erstmal und ja. Ein kleines Tierchen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall fertig. Wir haben uns jetzt die Dinger hier ins Ohr gesteckt. Und zwar diese zwei hier. Also jeweils eine Seite und die machen wir jetzt auch schon gespannt, ob da jetzt was drin ist, beziehungsweise wie viel da jetzt drin ist. So. Okay. Wie macht man die jetzt auf? Ja, einfach so aufrollen. Ne? Mhm. Ja, krass, hier siehst du schon bei mir was. Oh, oh mein Gott. Mir auch. Hier oben. Ach, krass. Ach du Scheiße, warum hast du so viel? Alter. Zieh dir das rein. Guck mal, ja, krass. Alter, bei mir ist viel mehr als bei dir. Krass. Guck mal, bei mir ist irgendwie so das? Viel höher gekommen. Bei mir ist nur das. Aber warum ist denn das da oben und da unten nichts? Hey, das ist ja hochgewandert, man. Das ist hoch. Das ist einfach ein Alien. Du hast einfach ein Alien aus dir rausgeholt. Das ist ja krass. Das ist ja echt krass. Bei dir ist ja so. Guck mal! Alter, gib mir ey. Aber ich hab das nicht. Ich hab nur das. Hab wie nur kann das alles in deinem Ohr sein? Keine Ahnung. Ich hab nur das auf jeden Fall. Das ist ja strange. So, ich guck jetzt mal das andere Ohr an. Ich weiß gar nicht, welches war. Ich muss gleich auf jeden Fall erstmal Hände waschen. Bei mir hat das nicht geklappt. Ach du Scheiße. Ha? Bei mir ist nur hier ein bisschen. Ja, dann war wahrscheinlich nicht dicht genug. Weil ich habe extra darauf geachtet, dass ich immer dieses Gefühl ich habe. Ich auch. Ja, aber es ging nicht. Es hat mir dann wehgetan. Oh mein Gott. Also bei mir, wie gesagt, ist. Aber ich habe auch gefastet, ne? Vielleicht habe ich mich einfach gereinigt. Also ich habe nur das war hier drin. Das ist verbrannt. Ja klar, weil es abgefackelt ist oben. Das musst du auch noch mitnehmen. Okay, ich mach jetzt. Also, fälschig Ohrenschmalze. Also, auf jeden Fall, bei mir ist nicht. Boah, hier viel. Ist auch viel fuck. Drin. Bei hast mir. Du meine schon auf? Ja. Bei mir ist ja nichts drin. Das ist ja nur das hier oben. Siehst du das? Das hier. Ne, echt? Hast, ja. Ach, kannst du durchgucken oder was? Ja, hier ist ja nichts. Hier unten. Hey, aber wie ist denn beides bei dir so weit oben?
ist hochgewandert durchs Vakuum. Und ich habe nur das bisschen auch, mehr nicht. Guck dir das an. Guck dir das an. Ey, ich glaube, das ist fake, ist das, ne? Ich glaube, das kommt nicht aus dem Ohr, das kommt von der Kerze. Ja, das ist echt strange, weil du... Schau mal, wie rum war das denn bei dir? Ich möchte jetzt du hast voll viel da drin und ich nicht. Ich habe nur das drin. Da ist nicht mehr bei mir. Das ist voll komisch. Wir haben das jetzt aufgerollt und du hast alles voll. Warum? Guck dir das an. Ja, du putzt deine Ohren anscheinend besser. Ich putze meine Ohren jeden Tag. Ja, siehst du? Das ist es. Das ist voll strange. Aber bei Sina hast du auch gesagt, war auch alles voll, ne? Ja, aber ich frage mich, ob das jetzt Wachs ist. Quasi von der Kerze oder ob das Ohrenschmalz ist? Beides. Beides. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, das Ohrenschmalz. Aber das ist ja wie Wachs, ne? Mhm. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Wir sollten das mal googeln. Ich glaube, das ist Ohrenschmalz und Wachs. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. In dem Fall toll. Ich dachte, jetzt ist alles voll bei mir und dann ist gar nicht so viel gewesen. Guck mal, das ist auch ganz weich. So ist wie Wachs. Das ist Wachs. Ohrenwachs. Ohrenwachs, ja. Wir können mal testen, ob man damit eine Kerze machen kann. Ja, mach mal. Das mal anzünden. Im Ernst? Aber, also, ob da dann schmilzt oder was, willst du herausfinden? Aha. Ja. Das ist ja nicht sauer eklig, weil ich das mache. Das ist aber schon, das ist aber... Ja, verhält sich wie Wachs. Das ist echt eklig. Das ist echt eklig. Hör auf jetzt. Ja. Der tropft. Also ich muss sagen, ich habe mehr erwartet von dem Ganzen. Bei Tim sieht super aber bei aus. Dir sieht's cool aus. Ich bin trotzdem glücklich. Aber warum? Nee, das muss ja Ohrenschmalz sein, weil deine sind ja weiß. Ja, das ist Ohrenschmalz. Ich dachte, da kommen mehr raus. Aber es ist auch schon viel. Ja, du putzt deine Ohren einfach besser als du. Meinst du? Oder ich habe gefastet. Oder habe ich jetzt Wachs vielleicht im Ohr? Nee. Das wäre ja da hinten. Warum hast du Wachs jetzt im Ohr? Keine Ahnung, bin ich da reingelaufen. Vielleicht funktioniert ja auch andersrum. Ich habe auf jeden Fall gedacht, dass es mehr sein wird. Relativ wenig, aber es ist okay. Also ich meine, es ist immer noch viel. Ich meine, es ist immer noch krass, dass da überhaupt viel rauskommt. War auf jeden Fall ein interessantes Experiment, würde ich sagen. Und bei Tim ist auf jeden Fall einiges da gelb rausgekommen. Jetzt hast du deinen Ohrenschmalz aus deinen Ohren geholt. Eine Kette machen. So, guten Morgen, Freunde. Guten Morgen, Novella. Ups. Oh. Okay. Ich chill hier gerade. Ich sehe echt kacke aus. Ich bin auf jeden Fall wach seit 5 Uhr noch was. Bin ausgeschlafen, gehe jetzt gleich eine Runde zum Strand laufen. Muss mal gucken, mein Bein hat gestern ein bisschen wehgetan. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig rennen kann, aber auf jeden Fall laufe ich zum Strand. Ein bisschen Frühsport hier, bevor die Sonne rauskommt, richtig. Und es ist jetzt genau 6.30 Uhr. Perfekt. So, Freunde, Vanlife am Start hier. Ich bin gerade aus der Dusche vom Hostel raus und habe heute einen sehr coolen Tag gehabt. Ich habe mega die interessanten Menschen kennengelernt. Ich habe heute tatsächlich mal jemanden kennengelernt, sieht man mich? Licht ist durch, ne? War vielleicht so besser? Ja, ich habe heute auf jeden Fall, naja, geht so, durchwachsen. Ich habe heute auf jeden Fall jemanden kennengelernt. Also ich war gerade duschen, kam jetzt mein Haar und ziehe mich hier draußen vorm Van an übrigens. Und der hat Onlyfans gemacht. Das fand ich mega spannend. Kennt ihr Menschen, die Onlyfans machen und damit richtig, richtig viel Geld verdienen? Also ich bis dato noch nicht kennengelernt. Jetzt das erste Mal heute, fand ich mega spannend. Und ansonsten, was für eine Connection habe ich heute noch geschlossen? Ich glaube, keine mehr. Ich finde es immer mega interessant beim Reisen, Leute kennenzulernen. Einfach die coolsten Leute, der andere zum Beispiel von ihnen, der Kumpel war einfach Songwriter. Und der hat auch ziemlich viele Follower auf Instagram. Das heißt, der ist auch ziemlich, glaube ich, gut in seinem Job. Ja? Und ja, es ist wirklich, auch der andere, der hat auch 200.000 Follower auf Instagram. Habe ich mir auch gedacht, oha. Ja, auf jeden Fall. Finde ich das immer sehr spannend. Ja, das war heute mein Tag. Leute connecten und gucken, was geht. Ansonsten werde ich eventuell gleich nach Playa del Carmen fahren und werde die Caro da treffen, weil mein Kumpel Toni da heute singen wird. Finde ich eigentlich ganz nice. Open Mic wohl. Hätte ich richtig Bock. Ja. Und ansonsten, ja, weiter eigentlich nichts. Gegessen habe ich heute schon viel, wie immer. Ich bin gerade voll auf dem Fressflash. Ich überlege, ob ich nochmal fasten soll. Aber nur, wenn ich mich bereit dafür fühle. Also ich kann mich dazu nicht zwingen, ne? Mal gucken, ob das heute nochmal klappt. Heute. Mal gucken, ob es die Tage nochmal klappt zu fasten. Vielleicht nächste Woche Montag. Dann wäre es meine 10. Woche.
Dann bin ich 10 Wochen einfach mal voll am Start hier, kein Alkohol und so weiter. Schon geil, ne? Kein Alkohol, sober life, Leute. Hashtag. Geil, Mann. Läuft, läuft bei mir. Guten Morgen aus Playa del Carmen. Was für ein schöner Tag. Ich habe mega gut geschlafen hier in meinem Auto. Langsam, Leute, komme ich richtig in das Vanlife rein. Ich würde sagen, läuft bei mir. Ich habe irgendwo in Playa del Carmen geschlafen und in der Seitenstraße das erste Mal out of my comfort zone richtig, weil ich wirklich nicht wusste, wo könnte ich auf Toilette gehen, wenn ich nachts aufs Klo muss. Ich wusste nicht, wo ich hier jetzt eine Dusche nehmen kann. Zähne putzen auf jeden Fall gleich auf der Toilette vom, ich weiß nicht, hier ist irgendwo Super Aki, glaube ich, oder ich gehe in den Smali Coffee Shop und arbeite da auch ein bisschen, habe ich echt Bock drauf. Ansonsten, ja, erstes Mal nicht vorm Hostel gestanden, ja. Aber ich habe einen richtig geilen Platz, weil hier vorne verkaufen die O-Saft, schaut mal. Nice, frischen O-Saft, da knall ich mir jetzt auch ja, einen frischen O-Saft rein. Habe ich richtig Bock drauf. Und ansonsten bin ich mega motiviert, den Tag hier in Playa del Carmen zu verbringen. Ja, auf jeden Fall, nee, ist ein nice das Lifestyle. Also ich feiere das wirklich. Also ich bin glücklich. Es ist natürlich out of comfort zone life, ne? Also ich habe hier nicht alles, was ich so gerne hätte. Aber das macht es sehr spannend, weil dann weiß man andere Sachen wieder mehr zu schätzen und keine Ahnung, man struggelt halt so ein bisschen. Ich finde es nice, ja, ist eine Challenge. Ja, ich bin ja eh so Challenge addicted, sage ich mal, wisst ihr selber. Ja. Also mir geht's gut. Ansonsten liebe Grüße auf Playa del Carmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann später. Achso, und übrigens sollte immer noch nüchtern, ne? Seit ein paar Wochen trinke ich kein Alkohol. Ich glaube jetzt so 9,5 Wochen, fast 10 Wochen. Kein Alkohol einfach mal. Richtig nice. So, Freunde, ich habe mir gerade einen richtig geilen O-Saft geholt. Oh mein Gott, ist der lecker. Oh mein Gott, er ist so süß einfach. Und ich mache mir gleich in die Hosen. Ich wollte noch nicht auf dem Klo. Deswegen könnte ich euch erstmal irgendwo hinfahren, wo eine Toilette ist. Oh. Aber es war nice hier, war ein guter Spot, muss ich echt sagen. Das ist mein Hotspot hier, würde ich sagen, zum Parken. Direkt hier beim Playa Encantada. Aber ich gehe jetzt erstmal dahin, wo eine Klo ist. So, Freunde, ich stehe jetzt gerade auf einem anderen Parkplatz am Supermarkt und war gerade ein bisschen arbeiten im Marlies Café. Also Marlies Coffee Shop finde ich richtig nice hier im Playa. Richtig, richtig cool. Und dann war ich gerade noch was essen im 100% Natural. Richtig lecker mit der Caro. Und wir gehen jetzt zum Strand eine Runde und dann werde ich später, ich denke mal, nach Tulum fahren oder so. Mal gucken, ob noch eine Nacht hier fährt. Ich weiß nicht. Mega lustig. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich bin jetzt mit der Caro am Strand hier in Playa del Carmen. Und wie gefällt dir Playa, sag mal? Ist schön. So heiß, ne? Okay. Aber der Strand könnte schöner sein. Ja, der Strand könnte tatsächlich schöner sein. Also so nice ist der Strand nicht. Ich muss jetzt unbedingt gucken, wo ich dusche, weil ich wohne ja im Van und ich habe jetzt eine Option. Hier welche kennengelernt. Und bei denen kann ich jetzt duschen gehen wie so ein Penner. Das heißt, ich gehe jetzt mit meinen Strandsachen dahin, gehe duschen und dann treffen wir uns später wieder, ne? Das ist hier Vanlife, Leute, Vanlife. Tschüss. Wir sind das halt so gewohnt, weißt du? Ja, aber ich denke gar nicht. In Brasilien gibt es das nicht. Echt? Ja, das gibt es. Wow. Auch nicht die Kinder, die hier betteln oder so. So, Freunde, und ich habe eine Dusche angezogen. Das ist meine Dusche of the day. Läuft. So, Freunde, liebe Grüße aus Playa, ich bin immer noch hier. Tag 2 habe ich überstanden. Ich habe ja heute Nacht so ein bisschen komisches Erlebnis im Auto gehabt. Da wollte ich ja irgendwie meine Tür aufmachen. Aber der Schock ist überlebt. Ja, alles gut. Nee, alles super. Ich habe aber überlegt, ob ich mich heute Nacht vielleicht dann doch wieder woanders hinstelle. Und zwar, wo ich gestern war. Da hatte ich nämlich auch morgens dann meinen freshen O-Saft vor der Tür. Ansonsten stelle ich hier gerade am Strand und habe mir gedacht, scheiße, ich brauche gleich eine Dusche. Wie ich nur hin? Gestern habe ich mir ja eine Dusche geschnurrt, weil ich zufällig einen Schweizer getroffen habe und duschen gehen konnte. Und
heute habe ich gerade niemanden, wo ich hingehen kann. Beziehungsweise ich könnte schon Freunde anschreiben, aber müsste ich da hinfahren, zur Dusche gehen. Deswegen habe ich überlegt, irgendwas in der Nähe, wo ich unabhängig bin von jemandem. Dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich mich einfach im Fitnessstudio anmelden werde und dann da duschen gehe. Plus gleichzeitig wieder mit dem Training anfangen kann, was ich eh schon wieder machen wollte seit schon gefühlt Wochen. Aber da ich ja gefastet hatte, hätte das keinen Sinn gemacht. Aber jetzt bin ich ja aus dem Fasten gerade raus und das ist der perfekte Zeitpunkt jetzt, um zu starten. Und deswegen werde ich mich da hinten in der Schule anmelden. Ja, das ist der Plan für heute. Ansonsten ist Tim am Chillen hier. Tim pennt im Hostel. Und ja, ich habe auch überlegt, soll ich dafür duschen gehen, wo der pennt. Er meinte, die Hostels sind auch nicht alle immer so, ne, dass man das machen kann. Manche kranken sich ja auch ein bisschen durch. Was machst du heute eigentlich noch, Tim? Feiern? Ja, Tim war gestern noch on Tour, ich nicht wie immer, ich bin ja so eine Oma, ich mag immer die Tages... Ich bin tagsüber mehr aktiv wie nachts, aber wie waren das eigentlich? Wie geht's denn noch? Ja? Ja, der ist ja Santino, bei dem Magna, ja Santino, Santino. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Na gut, ansonsten guck ich mal jetzt im Gym nochmal, ob ich heute noch ein bisschen trainieren gehe oder was. Und einfach so duschen. So, Freunde, Shower of the Day auf jeden Fall heute im Hostel. Ja, und ich gehe jetzt zum Auto und ziehe mich um. Und hier ist Tim und der pennt hier und deswegen konnte ich hier duschen für 30 Pesos. Jo, Tim, gute Nacht, ne? Aber nice, hier ist gemütlich. Ich gehe da mal ins Auto. Ja. Mich umziehen. Das ist so geil. Bei Mega. Einfach mal. Da sind einfach mal 1000 Leute, ne, wenn ich da hingehe. Bei Mega ist ja voll was los da für die Area. Und dann gehe ich in mein Auto und dann wie eine Prinzessin, so in Salabim komme ich dann wieder raus, fertig gemacht. Aber bei Mega kann ich Zähne putzen gehen, das ist voll cool immer. Ach, das wäre krass. Mhm. Ja, ich gehe jetzt zum Auto. So, Freunde, guten Morgen. Ich habe richtig, richtig, richtig gut geschlafen heute. Buenos dias. Ich sitze einfach hier in meinem Van. Leute kommen vorbei, sagen Buenos dias. Ne, Mikasa hier. Läuft auf jeden Fall. Nee, ich habe richtig gut geschlafen heute Nacht. Keine Störungen. Keiner hat versucht, mein Auto mitten in der Nacht aufzumachen. Das ist doch schon mal was. Ja, also kein Herzinfarkt bekommen. Ich hatte gestern wirklich so ein bisschen so, oh mein Gott, wer rüttelt da mein Auto so mitten in der Nacht um 4.30 Uhr auf so einem komplett einsamen Parkplatz. Es war echt strange. Aber hier war nice, weil hier habe ich den ADO um die Ecke. ADO Busbahnhof. Das heißt, der ist 24 Stunden ja geöffnet. Da fahren ja Leute mit dem Bus quer durch Mexiko quasi. Und da gibt es auch eine Toilette, die ist 24 Stunden verfügbar für 6 Pesos. Ist super. Das war nice. Aber das Ding ist, ich kann hier halt nicht ewig stehen, weil ab 10 Uhr ist es kostenpflichtig, hier zu stehen. Dann muss ich wieder mein Auto zum Mega fahren. Aber ich werde jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen. Heute beginnt nämlich nochmal was ganz Besonderes. Und zwar meine Fastenrunde Nummer 2. Nach fast 10 Wochen, wo ich irgendwie in meinem Fastmodus war, also ich habe ja 5 Wochen komplett gefastet, dann 2,5 Wochen Suppenfast gemacht und dann 2,5 Wochen nochmal alles Mögliche gegessen und die letzten Tage ziemlich viel gegessen, also ziemlich viel. Ich habe meinen Fokus ein bisschen verloren, aber ich habe vegan gegessen die ganze Zeit und jetzt habe ich überlegt, ich mache nochmal eine Fastenrunde und da freue ich mich drauf, ehrlich gesagt. Bin gespannt, wie es heute klappt, deswegen jetzt erstmal spazieren gehen, 1-2 Stunden, danach ins Internetcafé gehen und dann in den Beachclub gehen, denke ich mal, und dann ein bisschen am Strand chillen. Und ja, das ist mein Tag. Nice. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch so gut wie mir. Fastentag Nummer 1 ist heute. Das heißt, bin gespannt, wie es laufen wird, ob ich den schaffe, überhaupt zu fasten. Ich habe jetzt die letzten Tage ziemlich viel gegessen, deswegen... Hier in Playa del Carmen gibt es so einen richtig geilen Früchteladen, da kann man wirklich jedes Obst bekommen und dort haben die auch Säfte und diese Aguas, diese Fruta Aguas oder wie man das nennt und auch Kokosnüsse und die Kokosnuss kostet tatsächlich nur
25 Pesos. Also das ist ja wirklich mal ein richtiger Schnapper, würde ich sagen. 25 Pesos, oh mein Gott. Das ist wirklich günstig, kann man nicht sagen. Das ist ja so günstig wie in Puerto Escondido, alter Schwede. Und da bin ich jetzt richtig froh, weil jetzt beginnt die zweite Runde. Die zweite Fastenrunde, Freunde. Beziehungsweise irgendwo bin ich ja immer noch mit drin, ne? Oh, hier ist auch ein nice Restaurant. Sehr, sehr gutes Fischrestaurant hier. Es gibt hier einen Playa del Carmen, Leute. So nice Restaurant. Das könnt ihr gar nicht vorstellen. Richtig, richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt zu Toni duschen. Ne? Bei einem Kumpel gehe ich jetzt duschen und dann geht es wahrscheinlich nach Toulon. So, Freunde, guten Morgen. Fastentag Nummer 2. Und guck mal, wo ich gelandet bin. Wir sind gestern ganz spontan einfach von Tulum aus nach Xiangkan gefahren und es war wirklich eine richtig lange Strecke. Ich glaube, wir waren anderthalb Stunden unterwegs, weil der Weg so unglaublich scheiße war mit so vielen Löchern, unnormal. Und schaut jetzt, wo wir hier sind. Das ist wow, das ist richtig, richtig cool hier. Wir haben hier einfach geschlafen. Wir waren im Auto, Toni und ich, und die anderen beiden haben unten ihr Zelt aufgeschlagen. Es ist so schön hier, einfach mega. Einfach richtig verlassen hier. Also Toni ist am Start. Good morning, Toni. Wie so ein Wanderer hier. Super cool hier, ne? Nice, yeah, I like it. Nobody is here. Okay, the water is just it hurts. Colors start to fade. Take a look within. The sun. Let your spirit burn. So, und wir haben auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen gechillt heute. Aber es ist richtig nice hier, also wirklich. Vor allem, weil hier keiner ist, ne? Hier ist gar kein Mensch. Es ist so richtig abgelegen hier. Mega, mega cool. Und die anderen haben ja hier gezeltet. Ja, und wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt eine Lagune oder so, ich habe keine Ahnung. Also wir fahren jetzt Richtung Kolumbien, es ist auch ein weiter Weg. Ne? Wir waren hier anderthalb Stunden unterwegs, aber die Straße ist so schlecht, weil hier ist die Straße völlig okay. Aber die andere Straße war völlig voller Löcher und ja, da kann man halt nicht so schnell fahren, deswegen hat das so lange gedauert. Aber ich finde es mega nice hier, also doch, ist ein schöner Fleck. Hat was. I just go for a quick swim. Have you been in the water? Yeah? Nice? It's cold? No? It's good. Okay, cool. All the money. Pardon? All the money. Nice. Yeah. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Ein ganz aktueller Rückblick. Hat über 20 Kilo abgenommen. Es waren viele zu Besuch. Charge alles, was man chargen kann, übrigens Vanlife. Schau mal, wie war der Urlaub hier in Mexiko? Bombe. Ihr werdet ihn bald nicht mehr so sehen. Gute steht noch auf jeden Fall. Tobias ist der da und der wohnt in Saipan. Wer um Himmels Willen kennt Saipan, hat ever mal was davon gehört. Anna ist da! So, direkt Deutsche hier connected am Start und wir fahren jetzt in die Hotelzone und machen hier Cancun unsicher. Oh mein Gott! Ich sehe gar nicht, es ist einfach so hell. Und ich sind jetzt in einem Van hier